Hallo und herzlich willkommen zurück in dem nussigen Nachmittag. Die Stage 3 wird angegangen. Und hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Kirby's Adventure Wii. Selbstverständlich das auch. Boah, hier müssen wir aufpassen. Hier herrscht böser, böser Wind. Aber gegen den Wind können wir uns hangeln. Okay, da rechts ist nichts mehr. Da wollen böse, böse Stacheln uns töten. Und hier will uns der böse Mann da töten. Ey. Was ein gemeines Level. Und hier wären wir jetzt mit der Blitzfähigkeit weitergekommen. Hätten wir das Leben gekriegt, haben wir jetzt aber gar nicht mehr diese Fähigkeit. Einsaugen. Bumerang nehmen. Stirb doch mal. Den brauche ich nicht. Uah. Geht alle weg. Ich will nicht durch den Wind. Oh, Banane. Will Bananen, Donkey Kong. So. Ist hier immer noch so starker Wind anscheinend. Was ein Dreck. Aber wir kommen ja ganz gut gegen an und da wollte ich durch die Kanonen durch, also durch die Kugeln. Es hat natürlich nicht geklappt. Wer hat es anders erwartet? Und selbst mit der Kanone hier müssen wir aufpassen. Denn wir werden immer noch weggeschoben. Ja. Ich mach die Kanonen einfach niedriger. Im Idealfall sogar komplett runter. Ja, aber es klappt halt nicht immer. Und hier zu springen ist gerade echt ein bisschen... Ja, nicht schwierig, aber... Muss man ein bisschen mehr aufpassen. Der kommt ja nochmal zurück. Und wieder ein Rennen bestreiten. Ich will gewinnen. Fast hätten wir nur den Typen genommen und nicht den Schlüssel. So, Zahnrad her damit. Und runter. Durch die Tür. Kurz gucken. Okay. Elektro- oder Lichtkanonen. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Hier haben wir den Beam. Das ist natürlich dann eine leichte Aufgabe, hier ranzukommen. Könnten wir aber auch ohne Beam oder sonst irgendeine Fähigkeit... Hey, lass mich... Hallo, lass mich raus. Das war voll asozial. Ne, ich will jetzt den Beam haben. Der wird hier nicht ohne Grund liegen. Uah. Denke ich mal. So, zum Beispiel um hier ranzukommen. Ey. Ich will die jetzt tot machen. Uah. Ihr doofen, doofen Viecher. Oh, meine Nase juckt. Ah. Ich hab's. Yay. Das zweite Zauberzahnrad. Das heißt, ich habe bisher noch keins verpasst. Und das macht mich glücklich. Ja, schnell hoch. Schnell hoch. Hat er uns jetzt getroffen? Ich glaube nicht. Das war die Wand, oder? An dem das zerschellt ist. Und da kriegen wir den Supersprung. Thank you.
Juhu. Wir sind auch hier durchgekommen. Oh, warte mal. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich habe es richtig verstanden. Ist das schwer? Das ist extrem schwer. Ey, wie lässt man denn am schnellsten los? Hm, nochmal. Ja, okay, das war jetzt natürlich ein bisschen... nicht? Alter! Wie kommt man da so schnell durch? Alter! Boah! Ich habe da jetzt echt das Maximale an Speed rausgeholt. Hätte es jetzt nicht geklappt, hätte ich auch nicht gewusst, was ich da machen soll. Mein Leben. Ich will die Sprungfähigkeit behalten. Die ist erstens cool und zweitens nützlich. Yay. Ach komm, die können ruhig leben bleiben. Ist mir jetzt auch egal. Kostet nur Zeit. Und ein Zahnrad noch. Ey, nein. Lass mich frei, du Arschkopf. Nein, nein, geh weg. Wehe. Oh. Wir haben unseren Sprung wieder. Aber das bringt uns gerade recht wenig. Okay, wir wurden nicht getroffen. Und die Kanone schießt uns nach oben. Wohin? Hierhin. Hä? Nein. Ich habe eins vergessen. Wo denn das? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe da gerade was zu essen liegen lassen. Mit wenig Leben bin ich doof. Da habe ich echt keine Ahnung. Das wird wohl sehr spaßig, da herauszufinden, welchen ich vergessen habe. Beziehungsweise, wo dieser ist, den ich vergessen habe. Das war ja der letzte. Yay! Das heißt, es muss irgendwo am Ende sein. Sehen wir dann später. Wenn es zum Sammeln der Zauberzahnräder geht. Und Stage 4. Oh, Testraum geöffnet. Die 60 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zu Testraum 3 geöffnet. Ja, dort können wir uns immer Fähigkeiten abholen. Kriegt ihr später auch mal zu sehen. Aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir in Stage 4. Wir haben einen Schuh. Yay. Nein! Und wir sind tot. Yay. Finde die Todesmusik übrigens extrem geil. Und ich finde es geil, dass man nicht auf die Overworld geschickt wird, wenn man stirbt, sondern dass man direkt weitermachen kann. Ich meine, das ist einfach mal mitgedacht. Denn wer geht schon in ein anderes Level, wenn er in dem nicht weiterkommt? Ah, schon wieder nicht. Ja, das war natürlich intelligent. Das genauso. Also wenn ich nur noch 3 Leben habe, dann mache ich es ohne den Schuh. Dann werde ich wahrscheinlich einiges verpassen, aber dann werde ich zumindest überleben. Okay, jetzt haben wir zumindest mal die Stelle wieder geschafft.
Ich bin gesprungen. Ganz ehrlich, ich bin gesprungen. Ich habe den Sprung betätigt, aber er hat nicht ausgelöst. Schon wieder? Oh, nee, nö. Ihr könnt mich jetzt mal. So. Was verpasse ich jetzt großartig? Die Chance zu sterben. Oh, wie schlimm. Ah, hier könnten wir aber auch, wenn wir die Steinfähigkeit hätten, schön schummeln. Nur ich will jetzt mal gucken. Ist da irgendwas Wichtiges? Wieso mache ich so etwas? Ach, wieder ganz am Anfang des Levels. Eigentlich müssen wir diesen Part ja gar nicht mit dem Schuh machen. Aber es ist wahrscheinlich... Nee, einfacher. So, jetzt wird drüber geflogen. Hallo, Schuh, tschüss. Okay, das klingt sehr lustig, finde ich. Schönes Level, oder? Ja, wunderschön. Der dreht sich da. Aber der Hintergrund ist echt schön mit der Welt da und der Sonne. Das ist wirklich schön. Also, da muss ich wirklich mal sagen, gute Arbeit, Nintendo. Wirklich großartig. Übrigens ist Kirby nicht von Miyamoto. Ich habe ihn nochmal nachgeguckt. Miyamoto hat Zelda, Mario, ein Metroid, Metroid Prime 2. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich Leben unbedingt brauche. Boah, gut, dass wir da rauskatapultiert wurden. Und sonst? Ja, sonst weiß ich gerade gar nicht. Und da kommen wir jetzt natürlich nicht rein. Zauberzahn hat leider nicht bekommen, aber ist mir gerade recht egal. Denn ich möchte nicht durch den sterben. Ne, ich möchte jetzt... Hallo, mein Spektralbeam wieder. Bist du doof? Mich einfach zu töten? Das geht doch nicht. Ach komm. Dann vergessen wir den mal. Okay, der gibt uns nicht mal eine Fähigkeit. Wow, erbärmlich. Aber die sind nervig. Die schießen auf uns. Ich mag's nicht, wenn man auf mich schießt. Zauberzahn und hoch, hoch, hoch. Wow. Okay, das ging eigentlich vom Timing her jetzt nicht so extrem schwer. Hä? Ach, der war noch an der Leiter, der Kirby. Trauben! Hä? Ach so, okay. Ich dachte schon, wie sollen wir denn da reinkommen? Das war mir gänzlich unbegreiflich. Eis oder Feuer? Eis oder Feuer? Eis oder Feuer? Eis oder... Eis. Nein, Feuer. Ja, Eis. Weh, das war jetzt eine falsche Entscheidung. Ich verhaue euch alle. Ah, super bonkers. Okay, es scheint auf jeden Fall keine komplett unnütze Entscheidung gewesen zu sein. Eis zu nehmen anstatt Feuer. Obwohl er einen Feuerhammer hat. Und jetzt schnappen wir uns einfach Super! Ne, Gigahammer! Super Bonkers Fähigkeit. Ja, und schütteln! Wir wollen den größten Hammer der Welt. Und den haben wir auch. Wahaha! Gibt's sowas wie einen Weltrekord für den größten Hammer? Ja? Oder nein? Also, wenn nicht, stelle ich den einfach mal auf. Da unten gibt es ein Leben. Oh, können wir gut gebrauchen. Denn wir haben ja einige verloren. An der einen Stelle da. Was uns im Endeffekt ja nicht mal mehr was gebracht hat.
Was natürlich umso beschissener ist. Ich wette, hier gibt es irgendwo ein Zahnrad, in dem man nicht... Ach nee, es gibt gar keine Zahnräder mehr. Ich wollte schon sagen, in dem man nicht irgendwo drauf drückt, aber... Das hat sich dann ausgezahnradet. Denn hier muss noch irgendwo ein Dimensionsportal sein. Wofür wir zwei Zahnräder kriegen. Denke ich mal, also bisher gab es immer eins. Okay, hier können wir draufdrücken. Und das macht was? Dass Kirby hochgeschossen wird. Krass. Ja. Und dort ist das Dimensionsportal. Ich hab's noch gewusst. Haben wir die Glocke geläutet. Und dann rein da. Das letzte war ja schon ein bisschen schwer. Dann hoffe ich mal, dass wir hier jetzt gut durchkommen. Ich kann ja auch einfach rüberfliegen. Das ist sowieso mit Kirby immer so eine Sache. Wenn man einfach rüber... Oh. Rüberfliegen kann. Warum sollte man denn... kämpfen oder was auch immer. Vielleicht, war das da gerade eine ziemlich doofe Idee. Ich dachte, das fährt wieder zurück. Ich wusste nicht, dass ich zerquetscht werde. Konnte ich das denn wissen? Nein. Konnte ich nicht. Seid ruhig! Ich wollte nicht saugen! Ich wollte da ganz normal weiter schweben, drunter durch. Ich schaff das jetzt. Jetzt schaff ich's. Okay, und jetzt hier hoch. Den eventuell mitnehmen. Und es bringt uns nichts. Wir werden wieder zerquetscht. Ich dachte, das Teil fällt wieder zu. Wieso denke ich... Ich gehe jetzt einfach mit der Erwartungshaltung daran, dass mich alles zerquetschen und töten will. Zerquetschen und töten, ja. Beides. Dann kann mir auch nichts passieren. Nichts Negatives zumindest. Hoffe ich. Es sei denn, ich faile trotzdem. Und ich finde diese Sterne, die oben am Bildschirmrand zum Beispiel sind, finde ich super süß und cool. Also diese, die aussehen wie Wassertropfen. Ich finde das saugut. Ja, werden nicht zerquetscht. Oh, ich dachte schon, das würde uns zerquetschen wollen. Ja, geh weg. Ich schwebe hier nur durch. Okay. Nein, oh! Okay, und hier nicht mich zerquetschen. Ich möchte einfach da durch. Dankeschön. Welche Fähigkeiten? Speer oder Peitsche? Speer oder Peitsche? Speer oder Peitsche? Speer. Achso, er wurde noch gar nicht ausgelöst. Nein! Obwohl... Wenn ich so drüber nachdenke, will ich doch die Elektrofähigkeit haben. Der Sphärenspuk. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, Kirby. Wir haben es geschafft. Und auch nicht zerquetscht werden. Yay, wir haben die Zauberzahnräder. Dann fehlt uns nur eins. Oh. War das also... Nicht einfach, möchte ich sagen.
20-Minuten-Limit dieser Folge ist auch schon wieder überschritten, aber das Ziel sollte sich hier ja gleich irgendwo befinden. Irgendwo. Hier. Irgendwo hier. In den Wolken. Da. Und die Kuchen nehmen wir mal mit. Und der Bonussprung, der die Folge auch beenden wird, so in etwa, steht an. Schaffen wir die 1? Ja, ganz knapp, aber wir schaffen es. Geschafft ist geschafft. Yay! Übrigens, dieses Yay, das nutze ich manchmal, um die Folge synchron zu bekommen. Beziehungsweise musste ich einmal benutzen, als ich die ja cutten musste, mittendrin in der Folge. Das war, glaube ich, die vorletzte oder so. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall in Stage 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Das wäre super. Einen Kommentar schreiben mit euren Meinungen und was weiß ich noch mehr. Ich lese alles. Und vielleicht ja auch auf Facebook teilen oder was. Ja, ihr findet das schon heraus, was ihr machen könnt. Also, macht's gut, euer Vogel. Tschüss.